Today I will find him. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Shine. Ich weiß nicht genau, wie man das hier jetzt mit der Spieletitel auszusprechen ist. Es klingt sehr deutsch. Keine Ahnung. Es ist ein kleines Indie-Game von einem österreichischen Entwicklerstudio namens Zeppelin Studio. Oder Zeppelin Studios, weiß nicht genau. Und ja, ich spiele das auf eine Empfehlung hin. Und zwar der liebe Skyteria hat mir das empfohlen. Hab ihm mal angeschrieben, ob er was weiß. So von wegen Limbo-mäßig oder irgendwas so in der Richtung. Und man sieht auch hier wieder Sidescroller. Und ja, in einer Review stand auch irgendwas so ein Mix aus. Weiß nicht mehr genau, irgendwas mit Joanna Sisters, irgendwas und Limbo und keine Ahnung, weiß der Geier. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt. Er hat es auch selber noch nicht gespielt, er hat es zwar selbst, aber er will das auch selber mal spielen, also. Can't give up hope. I must find him. Oh, ja. Oh, kann ich da nicht runter? Übrigens, ich habe schon mal reingeschaut, ganz kurz, bin so ein bisschen rumgesprungen und da kam auch direkt das erste Achievement, will ich euch nicht vorenthalten hier, noch nicht bereit, am Anfang links gegangen. Mhm. Ja, jetzt habe ich gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier einfach... okay, das geht also nicht. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal lang gehe? Ach, das sagt er, ist nichts weiter zu. So, ich bin mal gespannt, was es hier so zu machen gibt, was... hin und her und rüber und rüber und kreuzen quer. Ja, was wir machen müssen. Wie lange ist schon her? Oh. Ja, ich weiß auch noch nicht. Ich weiß nicht genau, was los sein wird und so. Und worum es geht. Wochen. Wochen ist her. Okay, man kann raufspringen. Ich muss mal kurz meine Stoppuhr noch anheizen hier. Ganz vergessen. Ja. Every day I come back here. The place I last saw him. Ich gehe halt einfach mal da weiter. Okay, okay. Wir müssen also schon mal springen und dabei... Okay, ich dachte eben, ich muss auf diesem Stein da landen. Was ist das? Kann ich da was machen mit irgendwie? Kann ich da was machen? Stone. Why is it glowing? Ja, sag du es mir. Beweg mich jetzt halt einfach mal hin und her. Kann ich da was machen? Tritratrolala. Hopsasa. Oh gut, ich denke mal, wenn es was zu machen gibt, werde ich das schon noch erklärt kriegen. Kann ich hier irgendwie... Ah ne, das spiegelt sich hier bloß. Okay, das ist bloß... Are these floating in midair? Eine gute Frage. Eine sehr berechtigte Frage. Vielleicht werden wir es herausfinden. Oh, oh. Ups. Haben wir schon gedacht. Ah, Moment mal, ist das ein... Ach, das ist wohl ein Checkpoint. Dieser leuchtende Stein. Ja, jetzt wissen wir, was das damit auf sich hat. Das ist also nichts zum Mitnehmen. So, wollen wir dann mal gucken, ob wir das irgendwie... Also irgendwie doppelt... Sowas wie Doppelsprung... Haben wir hier scheinbar nicht. Oder frage ich mich, wie wir das wohl machen sollen. Oh, da ist wieder so einer. Juhu. Da frage ich mal mich schon, in welchen Abständen die denn kommen. Was? Looks like a dead end. Can't even see the bottom of the pit. Guess I have to turn back. But you have already come this far. What was that? I must be imagining things. John, it is the only way. Nein, ich will nicht. Naja, aber zurückgehen will ich auch nicht, von daher. Ach. Am I alive? Yes, come closer. Come closer. Oops. So tief war es ja in der Tat nicht.
hier was verpasst oder so? Ach so, das ist eine... Ah, das war ein kleiner Tunnel oder Höhle. Oh. Now, look what we have here. A lost wanderer and in such a dangerous swamp. Who's there? That light. That's you, isn't it? What do you want from me? Why so rude, little fellow? Maybe I don't want anything from you at all. Maybe I want to help you. Don't be ridiculous. Spirits don't help people. My son, he's gone. Are you so sure? You know, spirits are also magical. Magical? Look at me. I am a floating ball of fire. Quite magical, wouldn't you say? Yes. But how would you help me? I have certain powers. Just take me with you and you will see. Do you mean my powers? Do not worry. My flame will not harm you. It can make you see things in a different light. You will understand soon enough. I'm not sure if I should trust you. Well, you really have no choice other than to climb back up. It looks quite far from here. Guess you're right. All right. Let's get going. But I'm watching you. Drücke 1, um das grüne Licht auszuschalten. Errungenschaft freigeschaltet. Vertrauensfrage. Alles klar. Drücke 1, um das grüne Licht anzuschalten. Wow. What's this? Haha. Everything looks so different. That is what I meant with my light changes everything. You mean there are unseen worlds? Of course. There's always more to your surroundings than meets the eye. Sure. What happened to me? What? Oh, you mean your new look? Well, since you are part of this world, you change as well. Do you understand? I suppose. Still, it makes me feel a bit uncomfortable. Okay. Ja, hier. Diese völlig triste Umgebung sieht plötzlich ganz anders aus. Gut, hier ist nicht so in dieser Höhle, aber ein bisschen Boden, Gras und so. Er schickt die Bäume auf einmal nicht mehr so grau, sondern ein bisschen bunt. Na, ich denke mal, wir werden schon irgendwann noch rausfinden, was es mit dem Namen des Spiels auf sich hat. Und was es. Und wozu das ist hier sonst noch nützen wird. Es hat auf jeden Fall schon mal Blumen und ja, ich habe jetzt grünes Licht. Ist ja noch irgendwie muss es doch da weitergehen. So, sehr schön. Ja, ich wüsste jetzt schon mal gern. Bin hier jetzt sehr ratlos. Ach. Schau an! Ach, gucke mal da! Ei, gucke mal da! Ei, gucke mal da! Jetzt wissen wir mal, was wir mit diesem grünen Licht machen können. Moment mal, war da noch was? Ah ne, nur da diese... das Ding hat da... geleuchtet. Ups. So, und jetzt kann ich hier so... Ach so, da... Da darf ich nicht mal rein. So reingehen. Also ich darf nicht reinfallen. Ich darf da nicht reingehen. Ups. Oh, war ja. Na gut, dann dürfte ich hier wohl einfach runterspringen können. Gut. Hier ist auch irgendwelche sammelbaren Dinge gibt. Ja, Collectibles und so. Und wie ich die einsammle, muss ich da was drücken dann vielleicht? Oder keine Ahnung. Beziehungsweise hier so Collectible-mäßig. Huh! Das Menü sieht auch ganz anders. Das ist, jetzt muss ich doch in der Tat hier nochmal ein Stück zurückgehen. Auf diese Fläche hier. Und Tatsache! Wie geil! Cool gemacht! Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, der erste Eindruck vom Spiel gefällt mir. Hier, Sammelobjekte. Ich habe das eben schon gesehen. 0 von 5. Also ich habe das in dem Menü hier gesehen. Ja, irgendwie so liest sich's besser. Sammelobjekte wird es wohl geben. Bin ich mal gespannt, was es sein wird und wie wir sie finden werden.
Jetzt gehen wir aber erstmal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, allzu lange werde ich den... nein! War da noch was? War da oben noch was? Oh! Sorry. Scheiße. Ich dachte, ich könnte da runterspringen, dahin, wo ich hergekommen bin. Ups. Was passiert, wenn ich jetzt hier mittendrin? Ah, dann kann ich ja einfach durchgehen. Okay. Ich dachte, das tut dem dann weh. Ups. 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 So, jetzt bin ich hier. Und da und dort. Und komm, ich wollte wissen, ob da oben vielleicht was ist. Gehen wir hier alles runter? Okay, dann bleiben wir doch mal hier drauf. Ups. Also, so wie ich die Sache sehe, müssen wir jetzt hier ordentlich mit dem grünen Licht arbeiten. What's this supposed to be? Door? Take a closer look. It is a portal, which allows you to quickly travel through the swamp. Is it safe? Of course it is. What kind of guide would I be if I put you in danger? And where does this door lead? You will see. Now come on, do not dawdle. Ja, ja, schon wieder eine Errungenschaft. Zufriedenheit. Was soll das heißen? Das grüne Licht 60 Sekunden angelassen. Okay. Ich dachte, ich hätte schon länger an. Ups. Dann würde ich mal... Ach so, da kann ich das... ich glaube, ich muss es auch machen. So. Auf der anderen Seite geht es ja nicht mal weiter. Unterbreche ich. Hm? Well, what a way to travel. You better get used to it. I already feel I'm losing my way. I need a map to get back after I find my son. Trust me, I will not let you get lost. Yeah, but I think I should draw a map. Suit yourself, but a lousy map will not help you in this murky place. Alles klar. Ich habe jetzt gerade den letzten Teil nicht mal aufgepasst, was sie gesagt hat. Oh, tut mir leid. Ich wüsste selber gern, was sie gesagt hat, aber war gerade ein bisschen irritiert von diesem Teil da. Ich weiß natürlich, wie wir es wegkriegen hier, einfach so. Mm, aber wollte auch noch was anderes gucken. Ah ja, hier, die Karte. Licht ins Dunkel, ein schimmeriger Ort. Das sind wohl hier die, so die Kapitel. Bin immer gespannt, wie weit es geht. Es wird sich wohl langsam fühlen. Kann ich hier irgendwas machen an der Karte? Ja, einfach nur zurückgehen. Gut, die wollte ich mir mal kurz angucken, beziehungsweise sie auch zeigen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Ach, wie schön man sich da einfach dazwischen stellen kann. Da ist das so ein bisschen, ja, so ein bisschen durchsichtig. Sobald man vorbeigegangen ist... Schwupps. So, ja. Schön immer im Wechsel. Kann das sein, dass da vorhin auch da... Da habe ich mich auch gewundert, warum unter mir noch so eine Plattform war. War die vielleicht auch nur eine Spiegelung? Upsala. Sammelobjekt. Menü öffnen für Details. 1 von 5. Anscheinend fehlen noch Teile. Vielleicht sollte ich später zurückkommen, um sie zu suchen. Ja. Oh. Okay, da hätte es wohl im ersten Kapitel auch welche gegeben. Hm. Bin ich mal gespannt. Das sollte ich mal zurückgehen irgendwann. Um sie zu suchen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Ist hier irgendwas? Gucken, wie viel mit diesen Sammeldingern. Okay. Jetzt muss ich wohl hier so diesen hier machen. Okay. Moment. Ah, funktioniert doch. Aber ich glaube, ja, in der Tat, ich kann nicht gleichzeitig zwei Pfeiltasten und 1 drücken. Oh. Das ist aber schade.
Sehr schade ist es. Weil eigentlich muss ich... Okay. Das ist ziemlich... Ziemlich dumm. Okay, aber es klappt doch schon irgendwie. Oh, war ja, jetzt muss ich... Ja, jetzt wird es langsam doch kniffliger. Kann ich nicht da vorne einfach... nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Holla, die Fee. Ja, super. Ich hab's gewusst, dass es passieren wird. Nein. Und ob. Nein. Scheiße. Hoppsa. Das war knapp. Ich glaube, vielleicht sollte ich es doch mal mit. Ja. Doch mal mit einem Controller probieren. Ah. Nein, jetzt bin ich schon. Jetzt bin ich nicht gesprungen. Gibt's das denn? Oh, komm. Come on. Ich hasse meine Tastatur. Komm schon. Den letzten Sprung werde ich doch noch irgendwie schaffen können hier. Und. Na gut, hätte ich jetzt nicht anschalten brauchen, aber egal. Oh, hoffentlich kommt hier nicht auch nochmal so ein Ding. Nö, da bin ich jetzt verschont von. Und da ist wieder so ein kleiner Checkpoint. Da würde ich sagen, mach mal hier mal. What's with these stones? I mean, why do they start glowing when I pass? They react to all creatures and serve as guideposts to make sure you do not get lost. Do you think my son came along this way? Perhaps. Vielleicht. Ja. Vielleicht. So, bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, das war's erstmal für den ersten Part und dann gucken wir doch mal im nächsten, wie es weitergeht, wo es weitergeht und ob es auch schwieriger wird und ich denke mal, Fails werden schon noch genügend kommen. Also das war's dann für den ersten Part. Im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.